Beten wir nochmal miteinander und dann machen wir das Kapitel fertig, das 13. Das schaffen wir noch bis zum Essen. Lieber Vater, wiederum kommen wir zu dir und danken dir, dass das Buch der Offenbarung die Offenbarung Jesu Christi ist. Und Vater, all die anderen Dinge sind interessant und du hast sie uns gegeben, damit wir recht verstehen und wach sind und die Zeichen der Zeit auch erkennen können. Doch Herr, du hast gesagt, wenn ihr all diese Dinge seht, erhebet eure Häupter und freut euch, denn ich komme bald. Und ja, wir leben in einer spannenden Zeit, wo man einfach Dinge sieht, die es noch nie gegeben hat, die einmalig sind, die noch nie in der Menschheitsgeschichte so geschehen sind, wie sie jetzt geschehen sind, in den letzten 50 oder 100 Jahren. Und Herr, es ist spannend, in dieser Welt, in dieser Zeit leben zu dürfen und mitzuerleben, wie du die Dinge vollendest, in deiner großen Gnade und Barmherzigkeit. Und danke, Herr, für die völlig unverdiente Gnade, zu dir gehören zu dürfen. Und unser Gebet ist einfach, dass noch viele, viele Menschen dich kennenlernen. Und wir wollen einfach von dir bezeugen, dass du sie liebst und du nur möchtest, dass sie bei dir sind. Herr, lehre uns jetzt deine Worte. Wir wollen hören und hilf uns recht zu verstehen. Amen. Im Kapitel 13, Vers 4. Lest bitte nochmal mit mir Kapitel 13, Vers 4. Hier geht es um diesen Drachen und da steht, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Das heißt, dieses Tier, das die Macht vom Satan bekommt, wird angebetet. Jetzt geht zurück bitte mit mir zum 2. Thessalonicher. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 7 bis 12. 2. Thessalonicher 2, Vers 7 bis 12. Hier wird dieses Tier beschrieben. Er sagt hier, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Erinnert euch? Ich glaube, dass es die Kirche, die Gemeinde ist, die ihn zurückhält. Und dann, wenn die Gemeinde aus dem Weg ist, wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Das kann in der Mitte der Trübsalzeit sein. Nach 3,5 Jahren, dann wird er nämlich offenbart. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Übrigens, für Jesus ist Satan kein Feind, jetzt im ebenbürtigen Sinne. Er braucht nur mit dem Mund hauchen und er ist weg. Mehr braucht es nicht. Vers 9, ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, das heißt, die Wirksamkeit, die Macht bekommt er von Satan, haben wir gerade gelesen im Kapitel 13. Wie und wie übt er seine Macht aus? Mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern. Das sind dieselben griechischen Worte wie für die Zeichen, Machttaten, Wunder Jesu, aber hier steht dabei, es sind Machtdaten und Zeichen und Wunder der Lüge. Vers 10. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen. Dafür, warum gehen Menschen verloren? Dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Wisst ihr, warum ein Mensch verloren geht? Aus einem einzigen Grund. Weil er die Wahrheit nicht annimmt. Es geht nur um etwas anzunehmen. Die Vergebung ist erwirkt. Deine Sünden sind bezahlt. Du musst es nur annehmen.
Das Leben ist für dich bereit. Jesus ist auferstanden. Du musst das Leben nur annehmen. Die einzige Möglichkeit, wie ein Mensch verloren geht, ist, wenn er es nicht annimmt. Es hat nichts damit zu tun, dass du etwas tun musst. Dass du gut genug sein musst. Dass du besonders heilig, besonders bußfertig sein musst. Du musst es nur annehmen. Das ist die einzige Voraussetzung. Also, wie wird es sich offenbaren? Durch Zeichen, Machttaten und Wundern der Lüge. Und jetzt gehen wir zurück zum Offenbarung 13. Jetzt kommt noch der dritte Charakter, nämlich das zweite Tier. Das zweite Tier unterscheidet sich in mancherlei Weise vom ersten Tier. Ich habe euch das hier in der Mitte aufgeschrieben, das Tier aus der Erde. Das erste kommt aus dem Meer, das zweite aus der Erde und wird gewöhnlicherweise als der religiöse Führer dargestellt. Schauen wir, warum das so ist. Offenbarung 13, Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner, nicht zehn, sondern zwei, gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und er tut große Zeichen, dass er selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier und die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Soweit so gut. Der religiöse Führer, eine Beschreibung, habt ihr hier auf euren Zetteln, es gleicht einem Lamm und hat zwei Hörner. Es zwingt die Erdenbewohner, das Tier aus dem Meer anzubeten, das heißt, das zweite Tier weist hin auf das erste Tier. Es tut große Zeichen und Wunder. Es errichtet ein lebendes Bild, das alle Menschen anbeten müssen. Und es bringt dann letztlich alle Menschen dazu, ein Mahlzeichen zu tragen. Der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten ist der, das erste Biest kommt aus dem Meer, das zweite Tier kommt aus der Erde. Das erste Tier ist der politische Führer, das zweite Tier der religiöse, der geistliche Führer. Das erste Tier bekommt seine Macht von Satan selbst. Das zweite Tier bekommt die Macht vom ersten Tier. Das ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden. Und ich habe euch da auf dem nächsten Zettel, Seite 19, nur damit ihr auch das mal gehört habt, das kommt nämlich öfter vor in Kommentaren, der Versuch Satans, Gott und die Dreieinigkeit zu kopieren. Wir haben hier, ich habe euch geschrieben, hier auf Seite 19, Satan versucht andauernd, Gott und die Dreieinigkeit zu kopieren. Erinnert euch, Jesaja 14, sagt Satan, ich will hinaufsteigen, ich will mich dem Höchsten gleich machen, ich will so sein wie er. Wir kennen die heilige Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gegenübergestellt haben wir Drache, das erste Tier und das zweite Tier. Ist auch interessant. Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, die Menschen dahin zu führen, dass sie Jesus anbeten. Was macht das zweite Tier? Es bringt die Menschen dazu, das erste Tier anzubeten. Dann habe ich noch dazu geschrieben,
andere Versuche. Ähnlich ist es, von wem bekommt der Sohn die Macht? Vom Vater. Von wem bekommt das erste Tier die Macht? Vom Drachen. Ihr seht hier die Parallelitäten. Andere Versuche von Satan, Gott zu kopieren, habe ich noch dazu geschrieben. Als Christen sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Jetzt haben wir dann das Siegel des Tieres. Das Volk Israel sollte ein Zeichen auf der Hand oder zwischen Augen binden. Auch dieses Malzeichen ist auf der Stirn oder auf der rechten Hand. Jesus ist das Lamm. Auch das zweite Tier erscheint in Form eines Lammes. Jesus tat viele Zeichen, Wunder und Machttaten, auch das erste Tier tut dasselbe jedoch, um zu betrügen. Aus dem reden wir von einer satanischen Trinität. Nur, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht sehr glücklich damit. Weil es kommt fast so heraus, manchmal, als ob die satanische Trinität der göttlichen Trinität gegenübersteht. Und das ist völliger Blödsinn. Es ist nicht hier göttliche Trinität und hier satanische, sondern die göttliche Trinität ist hier, die satanische Trinität ist da. Das ist nie ein Gegenüber. Satan ist nur eine geschaffene Kreatur, kein Gegenüber. Er versucht nur zu kopieren. Er hat nicht mal einen Bruchteil der Macht. Wisst ihr, was witzig wird? In Kapitel 19 lesen wir, wo Satan gebunden wird. Wisst ihr, von wem Satan gebunden wird? Ein Englein. Gott sagt zu einem Englein, geh hin und binde ihn mal schnell. Und er ist weg. Es braucht nicht mehr. Die Macht Satan, erinnert euch, ist seine Täuschung. Er gibt vor, mächtig zu sein. Aber er ist in keiner Weise zu vergleichen. Darum zeige ich euch das zwar, weil wir das immer wieder lesen, aber ich finde es eigentlich nicht sehr hilfreich, weil man dadurch ein falsches Bild von Satan bekommt und ihm eine Macht zuspricht, die er gar nicht hat. C.S. Lewis bringt oft Dinge so gut auf den Punkt. C.S. Lewis hat gesagt, es gibt zwei Fehler, die die Menschen begehen. Entweder sie erklären Satan total weg, er ist nicht existent, oder sie haben ein ungesundes Interesse an Satan. Und C.S. Lewis sagt, Satan freut sich über beide Gruppen gleich. Er freut sich über den Materialisten, der glaubt, er existiert nicht, da hat er freie Bahn. Und er freut sich über den Zauberer, der ihn anbetet. Beide sind ihm zum Opfer. Und wichtig ist, wir sollten ein gesundes Wissen über die Gedanken Satans haben, aber kein ungesundes Interesse. Dieses zweite Tier, lesen wir, tut große Zeichen. Gehen wir zurück zu dem anderen. Und es errichtet ein lebendes Bild, das alle Menschen anbeten müssen. Und wenn es jemand nicht anbetet, dann wird er getötet. Das erinnert uns an Daniel. Die Berater von Nebukadnezar sagten zu ihm, errichte ein goldenes Bild und alle sollen es anbeten. Und wenn es jemand nicht anbetet, dann soll er in den Feuerofen geworfen werden. Erinnert euch? Und dann errichteten sie es. Daniel war gerade nicht im Land, aber seine drei Freunde. Und die drei Freunde haben sich nicht gebeugt vor diesem Bild. Und sie wurden in den Feuerofen geworfen, wo dann Jesus Christus selbst mit ihnen war und kein Haar versenkt wurde. Das ist genau dieses Gegenüber. Interessanterweise ist hier, es wird so beschrieben, als ob dieses Bild Leben, es wird im Odem eingehaucht. Das kann aber nicht sein, in dem Sinne, dass Satan Leben gibt, weil Satan ist selbst kein Schöpfer, er ist nur ein Geschöpf. Es könnte zu tun haben mit der Forschung in der Genetik, dass man da Leben hervorbringt, aber nicht schafft. Okay? Und dann gehen wir jetzt zu der Passage, die am bekanntesten ist, zwar nicht die wichtigste, aber die bekannteste vom ganzen Buch. Offenbarung 13, Vers 16. Und es, das ist das zweite Tier,
Bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen, und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Erinnert euch dasselbe, wo die Juden ihr Tefillin haben. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Diese Passage ist deshalb so bekannt, weil von dieser Passage die wildesten Spekulationen kommen. Da hörst du eben, der Hitler war der Antichristus, zuerst war es der Napoleon, der Cäsar, Babylon und so weiter. Jetzt ist die Frage, wie kommen Menschen auf die Idee, dass der Hitler und so weiter der Antichrist ist? Das hat zu tun mit einer Sache, die nennt man Gematria. Ich habe euch diesen Zettel auch kopiert da. Gematria, das ist die Studie der Zahlenwerte. Das heißt Folgendes. Im Hebräischen als auch im Griechischen hat jeder Buchstabe einen Zahlenwert. Jeder Buchstabe ist auch eine Nummer. Es ist hochinteressant, es ist auch etwas komplex, aber ich habe es euch hier nur aufgeschrieben. Zum Beispiel im hebräischen Alphabet Aleph ist die Nummer 1. Das letzte Taf ist 400. Das ist ein Zahlenwert, der steht fest. Im Griechischen ist es dasselbe. Alpha, der erste Buchstabe, ist die Zahl 1. Omega, der letzte, ist der Zahlenwert von 800. Die jüdischen Rabbiner zum Beispiel gebrauchten dieses System, um die Schrift treu zu kopieren. Du hast zum Beispiel, die Rabbiner haben eine Schriftrolle kopiert. Wenn die Schriftrolle zu Ende war, schauten sie nicht die Buchstaben an, sondern zählten den Zahlenwert eines jeden Buchstaben im Original und dann auf der Kopie und unten musste dieselbe Nummer rauskommen. Das ist so ähnlich wie doppelte Buchführung. Du schaust zuerst die Buchstaben an und dann die Zahlenwerte. Damit kannst du überprüfen, ob du auch keine Fehler gemacht hast. Versteht ihr das? Das ist möglich, wenn ein Buchstabe einen Zahlenwert hat. Und aus diesen Zahlenwerten kommen jetzt die Spekulationen. 666 ist die Zahl des Antichristen. Jetzt brauchst du nur, zum Beispiel nimmst du den Namen Hitler. Das Problem ist mit Hitler, den musst du jetzt erstmal ins Hebräische übersetzen. Sonst funktioniert es ja nicht. Und da wird viel Schindluder getrieben, weil, wenn dir jetzt ein Name gefällt, dann haben sie halt mal den Clinton gehabt oder was immer. Wenn sie jetzt mit Clinton, irgendwie musst du aufs Hebräische übersetzen, das ist auch nicht so einfach, sonst ist es sowieso Blödsinn. Wenn es mit dem alleine nicht geht, dann geht es vielleicht, wenn du Clinton und seine Frau dazu nimmst oder Clinton und sein Geburtsdatum oder die Straße, in der er wohnt. Wenn du das System ein bisschen biegst, dann kommst du mit fast jedem Namen auf 666. Du musst nur ein bisschen einfallsreich sein. Und von daher kommen die wildesten Spekulationen, wer der Antichristus ist. Ich habe da vor ein paar Jahren zum Beispiel einen Zeitungsausschnitt gelesen, ich mir kopiert habe. Oder wer von euch hat das Buch gelesen, von Michael Drosin. Michael Drosin, er ist Mathematiker, Computerexperte. Er hat ein Buch geschrieben, der Bibelcode. Wer hat den gelesen? Du bist selber schuld. Ich habe es auch gelesen, auch selber schuld. Ein völliger Blödsinn, dieses Buch. Er hat versucht, mit dem Bibelcode zu beweisen, dass in der Hebräischen, im Alten Testament, Voraussagungen in diesen im Text drinnen versteckt sind. Und zwar hat er Folgendes gemacht.
Der hat das ganze Alte Testament in einer Wurst zusammengegeben, keine Unterteilungen von Buch oder Kapitel und so weiter, das ist ja auch okay. Und dann hat er versucht, jetzt Namen rauszufinden, zum Beispiel, da gibt es einen Namen, den kannst du von rechts nach links lesen, von oben nach unten oder schräg und so weiter. Und so hat er Dinge zusammengestellt und hat gesagt, das sind versteckte Codes in der Bibel. Wenn er jetzt keinen gefunden hat, alles mit Computer, dann hat er statt in einer Reihe, hat er von mir aus 148 Buchstaben gehabt, hat sich nichts ergeben, dann hat er einfach 147 Buchstaben genommen in einer Reihe. Und schon langsam irgendwo ergibt sich dann was. Und so hat er sein Buch gut verkauft und Geld gemacht. Und die Christen sind blöd genug, es zu kaufen, ich bin einer davon. Da ist zum Beispiel in Holy Bible, Secret Code in the Holy Bible tells the future. Da ist ein gewisser Typ, wie hat der geheißen, der Dr. Wayne Scaveler. Der hat allerhand gesagt, zum Beispiel, ich lese es euch nur vor, das wurde Mitte 90, wurde das geschrieben, er hat auch diese Codes verwendet und hat das rausgefunden. 1988, das ist alles auf Englisch, ich übersetze es nur ein bisschen so, wird ein Weltführer auferstehen und er wird verrückt werden und ein tödliches Nervengas aussprühen und 30 Millionen Menschen werden getötet. Das war 1998. Das hat nicht funktioniert. Später dann, 1998, wird ein plötzlicher und kompletter Kollaps der Ozonschichte vorkommen und es werden Millionen auf der Welt blind werden. Das war auch 1998. 1999 kommt ein Komet. 1999 wird auch in Amerika oder in Europa, ist ja nicht genau sicher, ein Sturm kommen mit einem heilenden Regen und alle verletzten Leute werden heil. 2007, jetzt wird es interessant, weil das kommt ja erst, werden alle Völker der Welt zusammenkommen in Frieden und eine einzige Regierung sein, das heißt Weltherrschaft. 2007, also noch immer noch ein paar Jahre. 2012 wird ein Engel auf diese Erde kommen und die Menschheit für die Endzeit vorbereiten. Und 2014 kommt noch einmal ein wilder Weltherrscher, der alles zusammenhaut. Und wisst ihr, was interessant ist? Viele Christen glauben das. Es sind nicht wenige. Und das kommt vor allem aus diesem System heraus. Ich sage euch das nur, damit ihr wisst, von wo diese Ideen kommen. Ich glaube nun, das wisst ihr inzwischen, dass wir gar nicht herausfinden, wer der Antichrist ist. Der Geist des Antichristus, der ist bereits lebendig und wirksam. Aber die Offenbarung des Antichristus kommt erst, wenn die Macht, die ihn jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und darum ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig für uns zu spekulieren, wer es sein könnte. Wir lesen dann noch dieses Mal, das auf die Stirn oder auf die Hand kommt. Und das ist schon eine interessante Sache, muss ich sagen. Was ist dieses Malzeichen? Nun, vor Jahren haben sie gesagt, Kreditkarten, es ist ja eine Nummer. Die Kreditkarten, das ist satanisch, das ist dieses Malzeichen. Du brauchst es zum Einkaufen und zum Verkaufen. Wie viele von euch haben Kreditkarten? Mal sehen. Ja, ist schlecht, gell? Dann übrigens, die Zahl des Antichristen ist ja 666. Und interessant, dieses im Hebräischen, das Wav ist die Nummer 6 und das ist das, was in unserem Alphabet als W gilt. WWW, World Wide Web, 666. So, wenn du da drinnen bist, schaut schlecht aus. Was jetzt schon wirklich sehr nahe kommt, und das ist, wo Jesus auch sagt, hier ist Weisheit gefragt. Es wird auch schon gemacht, die Versuche laufen schon, dass dem Menschen ein Chip
unter die Haut gemacht wird, was ja eigentlich nicht blöd wäre. Wisst ihr, was ja nicht blöd wäre, wenn wir alle auf der ganzen Welt, wo wir so viele Menschen jetzt sind, wie gesagt, als ich geboren wurde, gab es weniger als die Hälfte der Menschheit, wie es jetzt gibt. Es wäre nicht blöd, um Terrorismus und so weiter vorzubeugen, dass jeder Mensch eine Nummer bekommt. Wisst ihr, was ich gar nicht schlecht finden würde, jetzt vom praktischen Standpunkt aus? Wenn meine Telefonnummer, meine Kreditkartennummer, meine Versicherungsnummer, meine Hausnummer, ich habe, glaube ich, 20 Nummern habe ich. Wisst ihr, was mir lieb wäre, wenn das eine wäre? Ich vergesse die sowieso. Beim Supermarkt brauche ich eine Nummer, bei der Tankstelle habe ich eine Nummer, überall. Ich hätte nur eine Nummer, du, das wäre super. Das leuchtet vollkommen ein. Das ist etwas Praktisches. Und wenn du dann diese Nummer unter der Haut hättest, das mit abgelesen wird dann beim Eingang. Da gibt es zum Beispiel in Amerika, habe ich letztes Mal eingekauft, da gibt es keine Kasse mehr am Ausgang. Da gibst du nur vorbei, nimmst die paar Waren, die du hast, gibst es vorbei, wird eingespeichert, Kreditkarte wird abgebucht und du gehst nach draußen. Das nächste wird sein, dass dieser Apparat auch nicht mehr da sein muss, sondern du kaufst alles, gibst es in deinen Wagen hinein. Beim Ausgang ist ein Scanner, der scannt all die Waren, die du gekauft hast und deinen Chip, scannt er auch, wird abgebucht und du gehst zum Auto und haust es rein ins Auto. Das ist eigentlich eine völlig logische Entwicklung. Wenn man so schaut, wie schnell das jetzt geht die letzten Jahre, muss man sagen, das ist logisch. Aber ich muss sagen, das kommt schon sehr nahe. Zum Beispiel in dem Shop, wo ich in Amerika war, kannst du mit Bargeld nicht mehr bezahlen. Wenn du diese Nummer nicht hast, kannst du zu Hause bleiben. Und die Entwicklung geht weiter in diese Richtung. Und da muss man schon sagen, ja, du, wenn ich das so durchlese, also ganz ohne ist es nicht mehr. Diese Chips, die eingepflanzt werden, ist auch zum Beispiel von den Amerikanern wird das vorangetrieben, verständlicherweise, die wollen ihr Land sicher halten. Wäre doch einfach, wenn du einreist, du hast einen kleinen Chip irgendwo drinnen, darauf ist dein Bild, all deine Daten und so weiter, du gehst durch den Scanner, du hast diese lästigen Überprüfungen los, wo du dauernd 10-mal wird der Pass abgefragt, du gehst durch, die Sache ist klar, bist im Land. Du, jeder würde sagen, das ist mir viel lieber, das ist so angenehm. Seht ihr, dieses Mahlzeichen ist nicht etwas Furchtbares, das kommt, es ist eine logische Entwicklung. Und wenn du nicht mitmachst, kannst du nicht mehr kaufen und nicht mehr verkaufen. Also so kann man schon sehen, die Zeiten, in denen wir leben, sind ganz interessant. Aber andererseits, so interessant es ist Spekulation. Und darum möchte ich euch etwas anderes zeigen. Wo kommt in der Heiligen Schrift die Nummer 666 vor? Wir wollen ja Schrift mit Schrift erklären. Geht zu 1. Könige Kapitel 10. 1. Könige Kapitel 10. Der Salomo, das war ja Monarchiekönig, hat relativ gut verdient. Übrigens, wenn wir uns immer beklagen über die Gehälter der Politiker, ich beklage mich auch, ich finde es ein bisschen viel. Aber noch schlimmer ist, einen König zu haben, eine Monarchie, weil die verdienen ziemlich viel. Gell? 1. Könige 10, Vers 14, und das Gewicht des Goldes, das bei Salomo an einem einzigen Jahr einging, betrug 666 Talente Gold. Hier ist die einzige andere Stelle der Bibel, wo das, die Zahl 666 vorkommt. Und dann liest du noch im Vers 19, 6 Stufen hatte der Thron. Auf den Thron Salomons gingen 6 Stufen und er verdiente 660 Talente Gold pro Jahr. Jetzt fragst du dich, was hat Salomo mit dem Antichristen zu tun? Das frage ich mich auch. Aber erinnert euch, Gott hat zu Salomo einmal gesagt, Salomo, du kannst dir wünschen, was du willst, ich werde es dir geben. Was hat Salomo gesagt? Ich möchte Weisheit.
Und Gott hat gesagt, es ist gut. Ich gebe dir Weisheit und ich gebe dir Reichtum und so weiter. Wir lesen, unter der Regierung Salomo war Israel am größten jemals in der Geschichte. Israel hatte Frieden, sie aßen und sie tranken unter ihrem Baum, es ging ihnen gut. Das ist ein wunderbares Zeugnis für einen König. Wenn man im Kontrast seinen Vater David beobachtet, der David war ein Chaot. Unter seiner Führung gab es fast nur Krieg. Er war ein Mann des Blutes, darum durfte er den Tempel nicht bauen, auf seinen Händen war Blut. Er war kein guter Familienvater, sein eigener Sohn wollte ihn später töten. Er tanzte nackt durch Jerusalem, man kann sich denken, wenn es Lucia tut, ist auch ganz interessant, gell? Er war ein Ehebrecher und er war ein Mörder. Aber wisst ihr, was interessant ist? Du findest fast keine Seite auf der Bibel, wo der Name David nicht erwähnt wird und wo der Name David nicht positiv erwähnt wird. David wird sogar genannt, das ist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. Interessanterweise, Salomon, sein Sohn, der um Weisheit gebeten hat, der so groß wurde, unter dem Frieden war, den findest du fast nie mehr. Im Vergleich zum David absolut selten. Wir lesen zwar, dass selbst die Lilien schöner gekleidet waren als Salomon und so weiter, aber wenn du ihn liest, nicht unbedingt positiv. Und meine Frage war, warum wird Salomo, der ein so guter König war, so wenig erwähnt? Und warum David, der eigentlich ein Chaot war in vielerlei Hinsicht, warum wird der genannt ein Mann Gottes? Nun, die Antwort, glaube ich, haben wir im Psalm 27, Vers 4. Schlag mal auf. Psalm 27, Vers 4. Gott fragte Salomon, du hast einen Wunsch frei, was ist es? Salomo sagte, ich möchte Weisheit. Und hier drückt David seinen einzigen Wunsch aus. Und David sagte im Psalm 37, Vers 4, eines, nur eins, habe ich von meinem Herrn erbeten, danach trachte ich. Was ist es? Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Wisst ihr, was der einzige Wunsch Davids war? Er sagte, Gott, ich habe nur einen Wunsch. Ich will immer bei dir sein. Ich möchte Gemeinschaft mit dir. Und Gott sagt, du bist ein Mann nach meinem eigenen Herzen. So habe ich mir meine Kinder vorgestellt, dass sie bei mir sein wollen. Weißt du was, ob dein Leben chaotisch ist oder nicht, ist nicht so ausschlaggebend. Was ist dein Wunsch? Ist dein Wunsch Weisheit? Oder ist es, ich will nur bei dir sein, Jesus? Dann bist du ein Mann, eine Frau nach seinem eigenen Herzen. Die Regierung Salomos war zwar friedvoll, aber wir wissen, Salomo hat Götzendienst in Israel eingeführt, so wie Dan, im großen Stil. Er hatte 700 Frauen und damit auch ihre Götzen ins Land reingebracht und 300 Nebenfrauen. Das ist ganz schön beschäftigt. Gell? Im Englischen sind es die 300 Concubines. Ein Kind hat mal gesagt, he had 700 wives and 300 porcupines. Gell? Igel. Aber er hatte 1000 Frauen und damit hat er die Götzen ins Land gebracht. Götzendienst im großen Stil. Und in dem Zusammenhang ist es interessant, dass er 666 Talente Gold verdient hat. Das einzige Mal, wo diese Zahl in der Bibel noch erwähnt wird. Okay, meine Lieben,
Damit haben wir das Kapitel 13 abgeschlossen. Wir hätten noch ein paar Minuten. Es gab vorhin ein, zwei Fragen, wo ich gesagt habe, bitte später. Wäre jetzt noch Zeit? Gibt es noch eine konkrete Frage zum Kapitel 12 oder 13? Ja? Bitte? Nein, er ist schon vorher da, aber er offenbart sich in der Mitte. Erst wenn die Macht weggenommen ist, also erst wenn die Gemeinde... Dann wird er geoffenbart. Genau so ist es. Genau, ja. Bitte. Ja, das ist eine gute Frage. Was muss ich nachschauen? Was hast du für Übersetzung? Bitte? Ja, unrevidiert ist aber schlecht, gell? Nein, nur Spaß. Bei mir ist nicht mal eine Fußnote dabei. Da steht, und er stand auf dem Sand des Meeres. Der letzte Vers vom Kapitel 12 meinst du, gell? Du, ich müsste nachschauen. Ich schaue im Computer nach, der weiß das. Okay? Was? Danke. Gibt es sonst noch eine Frage? Ja. Das Tier kommt aus der Erde. Für was ist die Erde? Das ist ein Boden. Immer, wir wissen zum Beispiel, erinnere dich an Kapitel 9, wo Satan mit dem Schlüssel den Abgrund, den Schlund aufmacht und von da die dämonischen Mächte rauskommen. Dafür kann es stehen. Das ist jetzt nur, was mir so spontan einfällt. Ja. Ist auch interessant mit dem Meer. Wir lesen dann im Kapitel 20. Gott schuf einen neuen Himmel, eine neue Erde und das Meer ist nicht mehr. Also Sommerurlaub kannst du vergessen auf der neuen Erde. Gell? Strand kannst du vergessen. Es gibt nur noch Berge, Gott sei Dank. Gell? Okay, dann würde ich sagen, Mittagessen bis heute Abend. Gell?